weniger Inhalt als vorher. Aha. So viel Ehrlichkeit scheint die Verbraucher wirklich zu überraschen. Froster ist für alle da. So zumindest lautet der bekannte Werbeslogan des Tiefkühlherstellers aus Bremerhaven. Sie wollen auch künftig für alle da sein, nur halt weniger. Zumindest, wenn gefrorene Kräuter von Froster in der Einkaufstasche landen. Dieser Vorstoß überrascht viele Verbraucher. Zwar hat die Verbraucherzentrale Hamburg die Kräuter von Froster Ende letzten Jahres als Mogelpackung entlarvt, doch so viel Ehrlichkeit offenbar ungewohnt für die Verbraucher. Ducken sich Hersteller beim Thema sinkende Füllmengen doch sonst gerne weg. Für die Verbraucherzentrale ist Frosters Vorstoß ein klarer Sieg. Was haltet ihr von dieser ungewohnten Ehrlichkeit?